Sie sind hier, 7. November 2018, 16.39 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Kerber, Haleb, Williams. Sport 1 zeigt die Geldrangliste der WTA Urheberrecht. Sport 1 Grafik: Davina Knieke, Getty Images München, Simona Haleb, Angelique Kerber oder Caroline Wozniacki? Wer hat 2018 Dekasekunden meiste Preisgeld auf der WTA Tour eingespielt? Sport 1 zeigt die Preisgeldrangliste. 2017 sicherte sich Serena Williams die Krone der inoffiziellen Geldrangliste. Mit $5.468.741 landete sie knapp vor der Spanierin Garbine Muguruza, $5.433.457 und der Rumänin Simona Halep, $5.275.227. Die WTA Tour 2018 hat eine neue Geldkönigin. Natürlich ist Elina Svitolina, die sich bei den WTA Finals in Singapur die Krone aufgesetzt hat, vorne mit dabei. Aber reicht das auch für den Thron bei den Siegprämien? 6 Spielerinnen haben über $6 Millionen eingesackt. Wie viel verdiente die Weltranglisten-Erste Simona Halep? Wo taucht Angelique Kerber in der Preisgeldliste auf? Sport 1 zeigt die Top 10 Verdienerinnen der WTA zum Durchklicken. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.